60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit Philipp. Philipp, was machst du? Ich bin Hochzeitsfotograf und mache aber auch Businessfotografie. Wie bist du dazu gekommen? Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich versuche das mal abzukürzen. Ich war 7, 8 Jahre in der Werbung unterwegs und war ein bisschen unzufrieden mit meinem Job und hatte dann das Glück, auf der Hochzeit meiner besten Freundin zu sein. Habe dort einen Hochzeitsfotografen getroffen, Steffen Böttcher. Und fand super cool, was er macht und kam das erste Mal in Berührung mit Hochzeitsreportagen. Habe ihm am nächsten Tag angerufen, um ihm das zu sagen, dass ich finde, dass er einen coolen Job macht. Nach einer Stunde habe ich aufgelegt, habe gesagt, mache ich jetzt auch. Wie cool. Und wie hast du dann angefangen? Ja, da muss man sich ja erstmal überlegen, mache ich das wirklich? Also ich habe das erstmal gesagt, okay, ja, was brauche ich dazu, was gehört dazu? Hatte dann auch wieder ein bisschen Glück, dass direkt eine Hochzeit kam und die gesagt haben, ja, fotografier doch mal. Und dann habe ich das ein Jahr parallel zu meinem Job gemacht, aufgebaut. Und man muss dazu sagen, ich war Werber, also ich habe wirklich viel gearbeitet. Habe dann so 7 Hochzeiten fotografiert an so 7 Wochenenden. Und dann lief das aber so gut mit den Anfragen, dass ich relativ schnell entscheiden konnte. Und dann wurde mir die Entscheidung auch ein bisschen abgenommen durch die Agentur, die dann gesagt hat, eigentlich musst du mal eine große Agentur wechseln und so weiter. Dass ich das Gefühl hatte, so jetzt kann es losgehen. Und wie hast du die ersten 7 Hochzeiten dann bekommen? Einfach alles Mund zu Mund? Ja, oder? Alles Mund zu Mund. Alles Mund zu Mund. Und dann auch wieder, jetzt auch spielen ein paar Zufälle zusammen. Das erste Jahr als Hochzeitsfotograf war ich halt der coole Werber, der jetzt Hochzeitsfotograf ist. Und damals gab es noch nicht so viele Leute, die Hochzeitsreportagen gemacht haben. Und ich hatte viele Werber im Umkreis. Und da hatte ich ganz viele, sag ich mal, fancy Hochzeiten, die auch plakativ waren, die man gut zeigen konnte. Wurde dann so auf Hochzeitsblogs veröffentlicht mit den Hochzeiten. Und das hat einfach gut funktioniert. Und dann zündete das relativ fix. Mega. Und seitdem machst du das? Genau. 10 Jahre. Und immer alles tipptopp? Immer alles tipptopp. Also ich kann sagen, die ersten Jahre war es viel, viel, viel zu viel. Mittlerweile habe ich einen ganz guten Weg gefunden, das zu steuern, wie viel ich arbeite und dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig wird und so weiter. Und wenn du sagst, es war viel zu viel, hat es sich dann einfach ausgebrannt oder was? Voll. Ja. Also 2015 habe ich 48 Hochzeiten fotografiert, hatte dann eine Hirnhautentzündung Ende des Jahres und das war auf jeden Fall das Signal, okay, das muss jetzt erstmal weniger werden. Ist so ein typischer Fehler, glaube ich, den viele Selbstständige machen, wenn es gut läuft, nämlich alles zu nehmen, was kommt. So, ich habe natürlich daneben auch noch Businessjobs fotografiert und so. Das war nicht ganz so gesund. Genau. Okay, und wie hast du jetzt dein richtiges Level gefunden? Das ist eine gute Frage. Das ist einfach ein Gefühl und auch so ein bisschen Glück gehört auch dazu. Also ich habe das große Glück, dass ich durch Empfehlungen über die letzten 10 Jahre immer wieder empfohlen werde und dann ein bisschen selektiere, was mache ich nicht. Aber ich merke auch, wenn ich zu wenig mache, also zu wenig Werbung oder zu wenig Kommunikation auf Social Media oder was auch immer, zu wenig da bin, dass dann auch weniger Anfragen kommen und so. Also es ist so eine kleine Gratwanderung, so dass es genau perfekt ist. Das stelle ich mir genau, oder das Problem, was du gerade beschreibst, haben ja ganz, ganz, ganz viele, dass sie Angst haben, wenn ich zu wenig mache, dann bricht irgendwie alles weg. Und wenn ich aber zu viel mache, brenne ich mich aus. Genau. Kannst du da noch ein bisschen, wie gehst du auch emotional damit um? Also ich glaube, es gibt da, das ist so, so individuell, dieses Thema. Und bei mir merke ich immer, Januar, Februar, ich kriege Panik, weil das ist immer noch so. Also selbst wenn ich weiß, es war letztes Jahr exakt das Gleiche, habe ich das Gefühl, oh, jetzt kommen ein bisschen wenig Anfragen. Aber das ist einfach bedingt durch die Monate. Es sind dunkle Monate, keiner denkt ans Heiraten. Ne? Auch so Business-Jobs kommen meistens erst, wenn das Wetter gut wird und so. Ich kümmere mich dann um meine Website und um Kommunikation und so. Und dann läuft es auch wieder an. Aber so richtig das Rezept dafür, emotional gut damit umzugehen, habe ich selbst noch nicht gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Okay, und war Corona für dich war das okay oder war das schwierig? Das war auch okay. Am Anfang war das eine Katastrophe. Ich kam gerade aus so einem großen Family-Urlaub aus Kalifornien, haben gerade noch den letzten Flieger bekommen nach Deutschland. Und dann kamen die ganzen Absagen rein. Und es kam wirklich eine Flut an Absagen. Und meine damalige Frau ist immer noch Sängerin. Und bei der war das natürlich exakt das Gleiche. Und wir waren total geschockt. Also wir waren in so einem starren Zustand und da musste man sich erstmal überlegen, was macht man jetzt? Und ich habe eigentlich gute Wege mit meinen KundInnen gefunden, damit umzugehen und hatte immer das Glück, immer in den Monaten, wo man dann was machen durfte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab immer skurrilerweise so 2, 3 Monate im Sommer, da durfte man plötzlich wieder alles und dann brach wieder alles zusammen und so. Aber
meine KundInnen haben das Gott sei Dank nicht abgesagt. Also viele Kollegen, Kolleginnen hatten das Problem, dass die Hochzeiten sofort storniert worden sind. Und ich hatte trotzdem relativ viele Hochzeiten und habe total passend einen Pharmakonzern als Kunden gehabt. Und der auch gut bezahlt hat und bei dem ich viel machen konnte. Und ich bin da super durchgekommen. Also, ne, nicht, und ich hatte viel Zeit. Ich hatte viel Zeit für Family, für mich. Eigentlich habe ich danach gesagt, so muss es eigentlich weitergehen, habe es aber nicht ganz hingekriegt, arbeite jetzt doch wieder ein bisschen mehr. Ja, okay. Und ist das für dich aber auch so die, der Mix an Hochzeits- und Businessfotografie, das, was du auch so weitermachen möchtest? Oder? Genau, also das ist auf jeden Fall, will ich ein bisschen mehr Business machen als Hochzeiten. Hochzeiten liebe ich wirklich. Ich will das unbedingt weitermachen, aber ein bisschen reduzierter, einfach um ein bisschen ein paar Wochenenden zu haben, eben auch Zeit für meine Tochter zu haben. Ich habe noch ein Gästeapartment auf der Schanze, was gut läuft, was mir ein bisschen hilft, sozusagen das da ein bisschen zu variieren, zu gucken, was funktioniert nicht. Und ich sage auch, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich in 5 Jahren machen will. Das Schöne ist ja, die Erfahrung hat es gezeigt, als Selbstständiger kannst du auch noch mal was anderes machen, als du jetzt machst. So. Was bedeutet denn die Selbstständigkeit für dich? Ja, also totale Freiheit auf jeden Fall, zu entscheiden, wann mache ich was und wie viel gebe ich von mir raus, um ein Projekt sozusagen umzusetzen, wie viel gebe ich von mir selber sozusagen. In dem Werbejob war das total anders. Da gibt man total viel von sich selber rein und hat eigentlich am Ende nur ein Produkt, also Werbung für einen Kunden oder für Kundinnen gemacht. Und jetzt mache ich das alles für mich selber. Und ich weiß, okay, heute bin ich im Arsch, aber nur, weil ich für mich super viel gearbeitet habe. So, das ist total in Ordnung. Ich habe noch eine Detailfrage. Und zwar, AI verändert ja auch den Fotografiemarkt relativ stark. Ich würde auch tippen, dass es wahrscheinlich deine Arbeit auch schon beeinflusst und hoffentlich auch leichter macht. Ist das so? Ja, also ich habe nicht so Angst vor AI, muss ich sagen, weil ich als Mensch, glaube ich, schwierig zu ersetzen bin auf Hochzeiten zum Beispiel und auch in der Businessfotografie das, was ich da mache. Also Businessreportagen, aber auch so klassische Porträts zwar. Aber da ist es, glaube ich, immer noch vom Fotografen abhängig, was dabei rauskommt. So, das ist noch zumindest. Mal gucken, wie es weitergeht. Im Moment hilft mir AI total. Also sei es ein Instagram-Post, wo ich mir von ChatGPT sagen lasse, welche Hashtags funktionieren gerade gut. Jetzt bin ich gerade drauf gekommen, ist ja total blöd, weil ChatGPT noch gar nicht heute angekommen ist, sondern mit Daten gefüttert ist, die eigentlich nur bis, glaube ich, 2022 gehen oder so. Aber egal, das funktioniert trotzdem gut. Und auch in der Bildbearbeitung gibt es Tools, die mir da auf jeden Fall helfen, also das Ganze schneller machen. Glaubst du auch, dass die Entwicklung für dich weitergeht, dass dich AI noch viel mehr unterstützen wird? Ja, das glaube ich schon. Also im Moment spart es mir noch nicht ganz so viel Zeit, weil ich das Gefühl habe, mein Look ist noch nicht ganz so leicht zu adaptieren. Aber wenn das irgendwann mal soweit ist, dann wird das zum absoluten Traumjob, weil dann geht diese ganze Bildbearbeitung quasi, macht das jemand anders für mich. Und da gehen nicht die 3-4 Tage drauf, die es jetzt sind, sondern dann, genau, werde ich vielleicht ein bisschen günstiger als Hochzeitsfotograf. Darf ich gar nichts dagegen, wenn das nachher AI übernimmt und kann dann einfach andere Sachen nochmal. Ja, mega. Genau. Und was würdest du anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ich fange das mal so an. Es gibt ganz viele Menschen, die ich kennengelernt habe, jetzt auch in diesen 10 Jahren. Man sitzt ja mit vielen Menschen am Tisch und alle sagen, ach cool, ja, hast dich selbstständig gemacht. Ich traue mich das irgendwie nicht so. Ne? Und da gibt es so, so viele Menschen, so, die eigentlich total unglücklich sind in ihrem Job, wissen, was sie total gerne machen und das dann aber nicht machen. Und ich würde dazu raten, das einfach zu probieren. So, ich glaube, es gibt nichts zu verlieren. Man kann heutzutage auch wieder in den Job einsteigen. Was dazu gehört, ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Ich glaube, das weiß jeder. Ich glaube, keiner ist erfolgreich geworden, einfach so mit AI, zack, los geht's. Aber wenn man das gerne macht, und ich bin gar nicht mit der Intention dazu reingegangen, zu sagen, ich will jetzt viel Geld verdienen, sondern ich habe einfach Bock drauf gehabt, das zu machen. Und das Geld kam dann von alleine, so dass ich gut davon leben kann. Gibt es irgendwas Spezielles, auf das man sich vorbereiten muss? Also ich glaube, alles, was so Bürokratie und so betrifft, ist überschaubar. Das kriegt jeder hin, der Bock darauf hat, sich selbstständig zu machen. Aber dieses Emotionale ist sehr individuell. Das, was du vorhin schon angesprochen hast, auch mal ein paar Downs durchzugehen und auch mal ein paar Misserfolge einzustecken, gehört, glaube ich, genauso dazu, wie diesen auch mal einen Hype mitzukriegen und da zu kanalisieren, was will ich eigentlich wirklich machen. So. Richtig einstellen darauf, richtig üben kann man es, glaube ich, nicht. Aber ja, ich glaube, man muss damit rechnen, dass es nicht sofort zündet. Aber ich glaube 100% daran, wenn man richtig Bock hat,
Gas gibt, dass es dann auch klappt. Alles klar. Genau. Ganz herzlichen Dank, Philipp. Sehr gerne. Und ich freue mich, deinen Weg weiter zu verfolgen. Ja, vielen Dank.